Heute machen wir Eis aus Glotzern auf der Eisplatte. Bisschen so BDSM. Ich meine ASMR. Was glotzt du mich so an? Okay. Ich muss die natürlich testen, ob die überhaupt gut sind, ne? Die sind noch frisch. Mach kein Auge. Komm, die ganzen Augenwitze. Es tut mir leid. Jetzt versuche ich das alles klein zu hacken, aber die sind so klebrig. Oh mein Gott, wie das aussieht. Er sieht jetzt so aus nach gefühlt einer Stunde oder so. Aber ich versuche jetzt diese Eismasse drauf zu machen und dann schauen wir mal, was wird. Das sieht irgendwie so gruselig aus. Aber es riecht übel gut. So Leute, nach ungefähr 20 Minuten habe ich es endlich geschafft. So sieht die Masse jetzt aus und ich werde die jetzt auf der Eisplatte verteilen. Ich schneide es jetzt auf und versuche das jetzt einzurollen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Und natürlich probieren wir es auch. Schmeckt voll gut. Dadurch, dass es solche Stückchen hat, ist es so chewy am Ende. Und hätte das noch Himbeeraroma, wäre das super geil. Also dieses Eis bekommt von mir eine 9 von 10. Schreibt mir in die Kommentare, woraus ich das nächste Eis machen soll.